Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber gegen Ende der Woche bleiben mir ganz oft Lebensmittel übrig, die es irgendwie nicht ganz oder manchmal sogar gar nicht in den Topf geschafft haben. Und deswegen möchte ich euch zeigen, wie ihr mit ein paar einfachen Resten drei gesunde und günstige Gerichte zubereiten könnt. Und wenn es euch genauso geht, dann sagt's gern Bescheid und vor allem, was ihr dann am liebsten als Resteverwertung kocht. Die Kommentarfunktion ist eröffnet. Ich bin der Ken, Ernährungsberater, und hier auf meinem YouTube-Kanal möchte ich mit euch lecker und gesund kochen. Einfach ein bisschen geilen Scheiß zaubern. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr jetzt entweder den Red Button drücken und dann das Video anschauen, oder ihr schaut erst das Video an und drückt dann den Red Button, oder ihr lasst es einfach bleiben. Und jetzt viel Spaß beim Video. Rezept Nummer 1 ist ein Klassiker aus Omas Küche, Omas legendärer Tomatenbrotauflauf. Von mir ein bisschen gepimpt, aber im Großen und Ganzen schon so, wie er sich gehört. Apropos gehört, in einem Brotauflauf gehört natürlich ein Brot, am besten schon ein bisschen ein älteres. Wir sind ja bei der Resteverwertung, aber wenn es noch frisch ist, dann ist zwar schad drum, funktionieren tut es aber trotzdem. Wenn ihr für 4 Leute kocht, dann nehmt ihr 4 Scheiben. Wenn ihr für 6 Leute kocht, dann nehmt ihr eben 6 Scheiben, weil das ja klar ist. Und je nachdem, ob ihr jetzt 4 oder 6 Scheiben habt, könnt ihr jetzt 4 oder 6 Scheiben durch die Finger laufen lassen. Jede Pokerspielerin kann das natürlich deutlich besser. Und wenn ihr mich fragt, würde ich das Brot nicht größer als mundgroß zupfen. Sonst wird es für die Gäste beim Essen unangenehm. Wenn ihr gleich mehrere Scheiben auf einmal nehmt, dann geht es beim Zupfen besser und schneller. Und dann stellt ihr das Brot auf die Seite und nehmt ein großes Stück Ingwer. Den schäle ich am liebsten mit dem Kuchenheber. Wenn ihr das allerdings so blöd findet, dann nehmt einfach einen Gemüseschäler. Der funktioniert auch echt super. Meine Oma hat zwar keinen Ingwer verwendet, sie hat aber auch keine Kokosmilch verwendet. Insofern passt es dann schon. Wenn ihr zu den Menschen gehört, denen es beim langen Autofahren schlecht wird, dann nehmt ein kleines Stück Ingwer mit und esst es, wenn es schlecht sein anfängt. Meiner Frau hilft es wirklich schon sehr gut. Der Lauch flackt jetzt auch schon 2 Wochen bei mir im Kühlfach. Jetzt ist einfach soweit. Apropos Lauch und Resteverwertung, wenn ihr Lust habt, eine richtig gute Instant-Gemüsebrühe selber zu machen, oben rechts poppt gerade ein Video dazu auf. Die Zwiebel gehört zwar nicht zu den Resten, aber auf jeden Fall in die Resteverwertung, und den Lauch schmeißt gleich hinterher. Ein Esslöffel Olivenöl dazu, den klein gewürfelten Ingwer, ein bisschen Tomatenmark, eine Prise Salz oder einen Teelöffel Miso und alles bei hoher Hitze anbraten, so dass schnell ein paar Röstaromen entstehen. 4 Knoblauchzehen dazu oder 8, ein Teelöffel dunklen Balsamico, eine Prise Vollrohrzucker. Nirgendwo steht, dass Reste essen nicht auch ein bisschen Bums haben darf. Und dann kommen 500 ml passierte Tomaten und 300 ml Kokosmilch dazu. Meine Oma hat zwar keine Kokosmilch, dafür hat sie jede Menge frische Tomaten reingehauen. Ihr könnt aber auch 400 ml Kokosmilch und 400 ml passierte Tomaten nehmen. Hauptsache, das Zeug schwimmt, und glaubt es mir, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Flüssigkeit. 2 schrumpelige rote Beete habe ich auch noch gefunden. Die kommen zwar in ein anderes Rezept, aber in den gleichen Ofen zur gleichen Zeit bei gleicher Temperatur für fast die gleiche Dauer. Die schneidet ihr in kleine Würfel. Um Zeit zu sparen, könnt ihr die natürlich auch größer schneiden, aber je kleiner, desto besser werden sie am Ende. Vorausgesetzt, ihr habt so einen Esslöffel Olivenöl und eine Prise Salz nicht vergessen. Ganz wichtig. Ab auf dem Backblech, schauen, dass nichts übereinander gestapelt ist, jede Beete flach auf dem Blech liegt, und dann ab auf die Seite stellen. In eine flache Auflaufform kommt dann die Soße, und da rein wandern dann ein bisschen mehr als 600 Gramm gekochte weiße Bohnen. Das sind knapp 300 Gramm ungekochte weiße Bohnen. Und wenn ihr mich fragt, warum da schwarze Bohnen mit dabei sind, weil das ein Resteessen ist und ich noch schwarze Bohnen übrig hatte, 200 Gramm, also sind es bei mir noch 400 Gramm gekochte weiße Bohnen. Anschließend legt ihr ein paar Tomatenhälften drauf, 2 Handvoll Basilikum. Ich habe hier normalen Zitronen- und Thai-Basilikum. Normaler tut es aber auch. Und darauf wandern dann das Brot und nochmal ein paar Tomaten. Und wenn ihr euch dann fragt, ob ihr das Brot weglassen könnt, nein, sonst wäre es ja kein Brotauflauf. Außerdem hilft es uns, die fehlenden Aminosäuren der Bohnen auszugleichen. Und somit steigern wir ganz automatisch die Wertigkeit des Bohneneiweißes. Alles schön festdrücken, ein bisschen Olivenöl drüber träufeln und dann zusammen mit der roten Beete für 40 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Bis es ungefähr so ausschaut und sich das Brot so anhört. Richtig knusprig heute. Das Brot sollte die Soße gut aufgesaugt haben. Wenn ihr mehr Soße haben wollt, ein bisschen weniger Brot nehmen oder mehr Soße machen. Auf jeden Fall bekommt ihr ein mega sättigendes, super günstiges Mittagessen. Für die 6 Leute habe ich pro Person 1,29 Euro gebraucht. Und das ist vielleicht im Zuge der gestiegenen Preise wieder öfters
interessant, um auf den Teller zu landen, weil schmecken tut es einfach sakrisch gut. So wie unser nächstes Rezept auch, ein Kichererbsensalat mit Apfel, Brokkoli, Erdnusssoße und ich habe hier zwei labbrige Brokkoli. Höchste Zeit, dass die wegkommen, da habe ich einfach das holzige Ende abgeschnitten und den Stiel mit dem Gemüseschäler geschält. Danach schneidet es den Brokkoli in mundgroße Stücke und wenn ihr etwas größere Stücke nicht mögt, dann könnt ihr die natürlich auch kleiner schneiden, gerne auch so, wie wir den Ingwer vorher geschnitten haben. Anschließend eine Prise Salz in kochendes Wasser, Hitze abdrehen, den Brokkoli dazu und auch gleich noch 200 Gramm Kichererbsen vom Vorvortag aus dem Kühlschrank. Das Ganze lassen wir dann 3 Minuten ziehen. Wenn ihr schnell seid, schafft ihr es in der Zeit 2 Äpfel klein zu schneiden. Hier kommt es aber auf euren Geschmack an. Wollt ihr mehr süß oder mehr sauer haben? Die Erdnusssoße hat schon einen leicht sauren Touch, somit würden süße Äpfel hier einen guten Gegenspieler geben, aber sauer macht lustig. Apropos sauer, eingehäufter Esslöffel Erdnussmus, eingehäufter Esslöffel Sriracha-Soße, eingehäufter Esslöffel helles Miso, alternativ eine Prise Salz und eingehäufter Esslöffel dunkler Balsamico. Alles schön miteinander vermischen. Wenn ihr dann eine Schüssel habt, wo die kleingeschnittenen Äpfel und die leicht abgekühlte Brokkoli-Kichererbsenmischung reinkommt, könnt ihr zum Schluss ein paar Basilikumblätter dazugeben. Alles mit der Erdnusssoße abschmecken und in eine Schüssel fürs Auge, dann den Salat anrichten. Wenn ihr die rote Beete vorher nicht vergessen habt, dann sollte die jetzt klein geschmackig sein. Die wandert dann mit zum Salat, ganz wichtig, weil nur so bekommt ihr mit ein paar Erdnüssen richtig gutes Zeug, richtig gut. Dieser Salat ist nicht nur sakrisch gesund, er schmeckt auch affengeil und macht ewig und 3 Tage lang satt. Nicht ganz so die Nachspeise, aber die schmeckt auch affengeil. Schoko-Banane halt, richtig gutes Zeug, richtig gut. Entgegen der landläufigen Meinung packe ich meine Bananen im Obstfach im Kühlschrank. Die werden zwar unschön braun bleiben, dafür aber deutlich länger knackig frisch. Würde mich interessieren, ob von euch auch welche die Bananen im Kühlfach lagern. Ich denke, das dürften nicht so viele sein, lass mich aber gern überraschen. 3 Bananen in eine Schüssel, natürlich würden sich hier auch überreife Bananen sehr gut eignen, nicht nur wegen des Themas Resteverwertung, auch wegen der zusätzlichen Süße. Die bringe ich hier allerdings mit 100 ml selbstgemachter fermentierter Hafermilch mit rein. Wenn ihr wissen wollt, wie man Hafermilch wie aus dem Supermarkt selber machen kann, oben rechts poppt gerade ein Video auf. Dann mixen wir alles schön fein, aber nicht, wenn man keine Messer auf dem Mixer hat, Herr im Himmel. Dann hauen wir halt alles in den Mixer und mixen es schön fein, bis wir so eine wunderbar cremige Bananenmilch bekommen. Und weil wir immer erst viel zu spät merken, dass wir immer wieder viel zu kleine Schüssel verwenden, schütten wir das Ganze in eine größere Schüssel. Zusammen mit 120 Gramm Kakao, den wir aber erstmal durch ein feines Sieb lassen, weil wir keine Brocken drin haben wollen, weil ich nicht mehr genug normalen Kakao hatte, habe ich noch geschwärzten Kakao genommen, darum ist der Kakao so schwarz. Das seht ihr vor allem, wenn ihr dann anfangt, das Ganze unter die Bananenmilch zu heben, dann bekommt unsere Schokoladencreme schon echt unverschämt krass schokoladige Farbe und weil der geschwärzte Kakao ein bisschen herb ist, hauen wir noch einen Teelöffel Ahornsirup dazu. Jetzt bekommen 4 Leute eine richtig gute Nachspeise und wer jetzt richtig gut gedacht hat, sollte nicht so viel Deichkind hören. Richtig gutes Zeug wird es dann, wenn ein paar Beeren draufkommen und irgendwas Grünes, Zitronenmelisse oder Minze und dann lasst ihr euch das Ding einfach nur schmecken. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Waren, wie ich finde, alle 3 Rezepte, ob Omas Brotauflauf oder mein Lieblingsrest Brokkolisalat bis hin zur mega schokoladigen Bananennachspeise. In diesem Sinne, bis nächste Woche, bleibt's gesund und verwertet die Reste.